Ja, hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück bei Kingdom Come Deliverance Teil 2. Und ich wollte eigentlich mal hier nach Bianca gucken. Das geht hier gleich wieder richtig los. Ich beleidige niemanden, ich sage nur die Wahrheit. Sigismund hat bloß getan, was getan werden musste. Ach wirklich, er musste den König entführen, musste seinen Vetter Prokop in eine Falle locken und auch noch einkerkern? Er musste in Kuttenberg einmarschieren und sie mit einer Armee von Tataren belagern? Warum nicht? Was taugt dieser Wenzel schon als König? Unser Reich wird in seinen Händen zugrunde gehen. Die deutschen Grafen wählten Ruprecht von der Pfalz zum König, weil euer ach so geliebter Wenzel noch nicht mal ihren Reichstagen beiwohnt. Deutschen Grafen? Diese Verräter. Sogar der Papst. Doch sei mit dir ein. Mit dir auch, Matthäus. Was ist denn hier los? Ach, der Deutsche wieder labert nur Scheiße. Was? Ja, einfach hin, dann wirst du es schon merken. Irgendjemand muss für Ordnung sorgen und das Reich wieder vereinen. Was kümmern mich bitte die Österreicher? Und heutzutage kommt nicht mal mehr der Teufel persönlich bei all den Päpsten mit. Welcher ist denn der Rechtmäßige, der in Rom oder in Avignon... Hör auf mit der Blasphemie! Ist doch wahr. Wenzel ist schließlich der König von Böhmen. Und der böhmische Adel hält zu ihm. Zur Hölle mit Rosenberg und seiner Kabale. Herr Ratzig ist Wenzels oberster Kriegsherr und blieb dem König gegenüber loyal. Wenn er hören würde, was du gerade sagst, würde er dich wie ein Hund verdreschen. Dein Reichstag wird bald nichts mehr zum Regieren haben. Jobst musste Luxemburg verkaufen, um deinem König zu helfen. Südböhmen gehört Sigismund und... Mein Lieber, du solltest Kuttenberg nicht vergessen, wo Deutsche wie du Sigismunds Füße küssten, um ihre Köpfe behalten zu können. Ja, aber... Werter Herr Deutsch, das ist doch sinnlos. Lass uns über angenehmere Dinge sprechen. Genau meine Rede. Der Deutsche ist zu weit gegangen. Wenzel ist unser rechtmäßiger König. Er ist wirklich ein Idiot. Was können wir tun? Ich glaube, ich hätte da eine Idee. Dieser deutsche Hund verdient eine Lektion, da sind wir uns einig. Oder, Fritz? Und wie, Matthäus? Wir sollten ihn ordentlich verprügeln. Bist du verrückt? Willst du am Schandpfahl enden? Ja, hör nicht auf Fritz. Ich habe eine bessere Idee. Bei dem Scheiß, den der Deutsche geredet hat, musste ich an den riesigen Misthaufen denken. Ihr wisst schon, den neben seinem wunderschönen, frisch gekalkten Haus. Denkst du, wir sollten es neu anstreichen? Ich bin dabei. Also, ich würde es lieber anzünden, wenn ich ehrlich bin. Aber das ist auch gar nicht so schlecht. Und was ist mit dir, Heinrich? Wisst ihr, ich wollte Vater gerade Bier und noch ein paar andere Dinge bringen. Wir stellen Herrn Ratzigs Schwert fertig. Komm schon. Ein paar Handvoll dumm zu schmeißen wird sicher nicht den ganzen Tag dauern. Und es ist unsere Pflicht, die Ehre des Königs zu verteidigen. Also, Kumpel, bist du dabei? Das ist natürlich die Frage. Haus mit Kacke beschmeißen? Ach, sind wir dabei? Vater kann ein bisschen warfen. Das wollte ich hören. Ich wusste, du lässt dir diesen Spaß nicht entgehen. Auf geht's! Verdammt! Matthias, Fritz. Geh mit deinen Freunden in den Angriff. Sehen wir das jetzt durch oder nicht? Warte, wir müssen nachsehen, ob die Luft rein ist. Warum? Der Deutsche ist in der Schenke. Hast du nach all den Jahren nicht bemerkt, dass er eine Frau und einen Sohn hat? Und? Ist das ein Problem? Die wird auch gleich mit Kacke beschmissen. Heinrich, geh und lock sie irgendwie weg. Warum ich? Weil du der Schlaue bist. Na. Genau. Nutzen. Reden. Gattin des Deutschen. Was willst du, Junge? Ich kam gerade am Wirtshaus vorbei und dein Gatte redete Unsinn.
Ich dachte mir, dass ihn besser jemand nach Hause holt, bevor er Ärger bekommt. Was für Unsinn. Nun, dass Sigismund im Recht wäre und König Wenzel ein Säufer sei, sowas in der Art. Ein paar Leuten hat das nicht gefallen, also dachte ich... Gott Allmächtiger, dieser Narr! Als nächstes fängt er noch mit den Päpsten an. Kann gut sein, dass er auch Päpste erwähnte. Danke, dass du mich gewarnt hast. Hoffentlich erwische ich ihn, bevor er wieder in eine Schlägerei gerät. Sehr schön. Hä? Schön die Kacke in der Hand breit geschmiert. Lecker! Feuert den Tribok an! Für König und Vaterland! König und Vaterland am Arsch! Häuser einsauen macht einfach Spaß! Das ist fast so gut wie diesen Verräter am Pranger zu sehen. Aber nur fast. Also das wird wirklich herrlich. Das ist für Sigismund! Da läuft die Kacke runter! Fresst Scheiße, Deutschlinge! Ihr Bastarde! Was zur Hölle glaubt ihr, was ihr tut? Hey Hans, siehst du schlecht? Wir verpassen deinem Haus einen neuen Anstrich. Es ist genauso wie das, was dein alter Herr in der Taverne über Sigismund erzählt hat. Wir tun nur, was wir tun müssen. Hurensöhne! Was? Ich werde euch verdammt nochmal den Arsch aufreißen! Oh, interessant. Das will ich erst mal sehen. Und was machst du hier eigentlich, Bischek? Mit diesen dreckigen Deutschlingen Händchen halten? Sag mal, möchtest du vielleicht die neueste deutsche Mode ausprobieren? Kacke in die Fresse! Arschloch! Das wirst du mir büßen! Na, geh und räche dich an den, an dem Deutschen. Ha, komm her! Oh Gott! Kurva! Kannst du nicht mehr? Aua, aua. Jetzt muss ich mal ganz kurz hier mal ein bisschen Power wieder kriegen. Oh je. Hat er getan? Alter. Der Büttel ist auf dem Weg. Was? Flieh vor dem Büschel. Wir sind ganz schön K.O. Ich hab keine Power mehr. Flieh vor dem Büschel. Okay. Wo ist der Büschel? Du hast deinen Händler entdeckt. Also jetzt müssen wir erstmal wieder zur Mama. Du hast deinen Händler entdeckt. Okay, wir müssen erstmal zur Mama, glaube ich. Uns wieder heilen. Wir haben ganz schön auf den Sack gekriegt von dem einen, ja? Den anderen haben wir so schnell platt geballert. Und wir sind ganz schön verletzt, ne? Hier komplett schon dreiviertel voll. Mama! Aufgabe schon, flieh vor dem Büttel. Gut, sind wir geflohen? Triff dich mit den Jungs bei Kunisch. Reden. Mama! Mama, Mutter, ich blute! Hör auf zu weinen wie ein Kind und zeig her. Na gut. Na bitte, so gut wie neu. Danke, du musst Mama. Lernen, das selbst zu tun. Mach Danke, ich. Mutter. Alter, wie viel Blut hat denn das Hemd? So, okay. Waschen. Immer schön waschen. Noch sauber wirst du nicht in einem Trog. Dafür musst du ein Badehaus aufsuchen. Gut, triff dich mit den Jungs bei Kunisch. Ah, das Schwertkämpfer haben wir auch noch. Ja komm, wir treffen uns erstmal. Mit den Jungs bei Kunisch. Und da hinten laufen sie. Also müssen einer davon. Mit
Matthias, Fritz. Diesen Kackdeutschen haben wir es gegeben. Genau. Das war ziemlich knapp, was? Der alte Sack hatte keine Chance. Ja, aber hoffentlich verpfeift uns Hans nicht, dieser Scheißkerl. Lass ihn doch pfeifen. Was können Sie denn schon groß tun? Nur weil wir ein bisschen Mist geworfen haben. Ein wahres Wort. Den Deutschling kann sowieso keiner gut leiden. Jedenfalls, saubere Arbeit mit dem Haus. Mit euch wird es nie langweilig. Pass etwas besser. Was zur Hölle machst du da? Verdammt! Was zum Teufel? Aber Jungs, ihr sollt mir doch mit Meister Ziegenbart hier helfen. Mücke. Arschmann, dann gehen wir erstmal Schwertkampf machen hier. Außerdem will ich ja die Nägel noch zurück. Auf E war das, ne? So, wir rennen. Gleich wird sie ihm wieder schwummrig, weil er keine Ausdauer mehr hat. Also da muss er auch unbedingt noch dran was dran tun. So, wo bist du denn? E wird immer größer. Da ist er. Kampfblass. Na, kann's losgehen? Ja, wallo. Ja. Ja. Gut. Und da heute unser letzter Tag ist, wirst du mir alles zeigen, was ich dir beigebracht habe. Was hast du mir denn beigebracht? Gut. Beginnen wir mit den Grundlagen. Bleib in Bewegung. Dein Leben hängt davon ab. Okay. A und D. Umschalt. Gut. Versuch jetzt, mich anzugreifen. Du musst dein ganzes Gewicht in einen Schlag legen. Halbherzigkeit bringt dir nichts. Schlag aus verschiedenen Richtungen zu. Unberechenbarkeit ist der Schlüssel. Wiederhole dich nie. Genau so. Genau. Das spitze Ende ist zum Stechen. Versuch es mal. Haben wir doch hier. Gut, sehr gut. Probieren wir etwas anderes. Einen Schlag abzuwehren ist ein Kinderspiel. Viel schwieriger ist es, eine Kette von Angriffen zu parieren. Sobald du einen Treffer landest, hol gleich zum nächsten Schlag aus. Okay. Ich habe keine Power mehr. Okay. Na weg. Ich glaube, ich habe dich erwischt, oder? Ja, zumindest ein Kombo. Genügt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin müde und durstig. Aber vergiss nicht, arbeite hart an dir. Niemand wird über Nacht zum Schwertmeister. Du musst üben und üben. Das Wichtigste ist aber, das einzusetzen, was du in echten Kämpfen gelernt hast. Nichts bringt mehr als Erfahrung. Glaube mir. Na gut, so. Kunisch. Okay, wir holen erstmal die komische Pariserstange hier. Die Pariser. Die war ja irgendwo hier oben, ne? Hier bei D. Achso, jetzt kann er hier schon wieder nicht mehr. Oh, regnet das oder regnet? Das sieht aus, als wenn es regnet. Obwohl schönster Sonnenschein ist. So, Jungs. Moin. Jaroslav. Gott sei mit euch. Und mit dir, euch. Heinrich. Wie geht's dir? Vater schickt mich. Wir schmieden Herrn Ratzigs Schwert. Wir wollen ja den nicht ankreiden hier, deswegen. Vater ließ sie in Sasau gravieren. Ja, hier ist sie. Der Kämmerer gab sie uns. Haben sie angesehen. Hervorragende Arbeit. Sowas Feines habe ich noch nie erblickt. Kann's kaum erwarten, das Schwert zu sehen. Verpfusch es ja nicht. Wann habe ich jemals etwas verpfuscht? Wo soll ich anfangen? Ah, sei still und gib das her, sonst reiß ich dir heute Abend den Arsch auf. Alsbald, werter Herr. Grau
großartig. Ach, zu schade, dass ich das Schwert nicht behalten kann. Tja, ich muss los, damit wir heute Abend fertig werden. Viel Erfolg. Wir sehen uns später in der Schenke. Bis später. Fall. Heute geht das Bier vielleicht sogar auf mich. Okay, hol die Pariser Stange in der Burg ab. 1 von 1, Alka. So, jetzt brauchen wir, eigentlich müssen wir jetzt noch hier diesen Kuhnestochen irgendwie noch, Da ist er. Kunisch! Kunisch! Das eine Mal habt ihr nicht gereicht, wie? Aber du schuldest Vater noch. Von mir kriegst du gar nichts. Du kannst das deinem Alten ausrichten. Ich sag's dir. Rühr mich an und ich lass dich in den Kerker werfen. Das eine Mal hat dir nicht gereicht, wie? Warum spricht denn Heinrich nicht? Von mir. Ich sag's dir. Wo ist er? Ah ja, komm her. Jesus Christ! Noch mehr. Okay. Okay. Was? Warum? Reden. Ihn einfach so ihn unbewaffnet ziehen lassen. Lass deine Waffe hier und du kannst gehen. In Ordnung. Was? Okay, aber was denn jetzt hier? Oh. Ich bin schon wieder so verletzt hier, das gibt's doch nicht. Was war das? Ja, jetzt muss ich schon wieder zur Mutter, weil der komische Kunisch mich hier schon wieder so halb zu Brei gehauen hat. Ach, ich will doch einfach nur noch die Nägel und den Hammer haben. Die Axt habe ich ihm ja schon geklaut. Na, gehen wir erstmal schnell zur Mama. Bringt das was, wenn wir uns vorher waschen? So, du hast dich gut gewaschen, wie es in den Trog geht. Natürlich, bin da erfahren drin. Mama, Mutter, ich blute, es hört nicht auf. Ach, Herrje. Hör auf zu weinen wie ein Kind und zeig her. Na bitte, so gut wie neu. Du musst lernen, das selbst zu tun. Danke, Mutter. Sehr gut. So, das hat Mutter gemacht. Nochmal waschen. So, jetzt sind wir wieder sauber. Jetzt, wir haben eigentlich, glaube ich, alles bis auf das Bier, ne? Und halt die Sachen von Kunisch. Verfolgt mich jemand? Nein. Dann die Frage, wo sind denn meine Jungs? Jungs? Hallo Jungs? Was ist denn das hier? Ach, hier kann man sich auch nochmal waschen. Okay. Die Jungs sind weg. Wäre natürlich schön, wenn die Jungs mir helfen würden. Mit dem Kunisch, weil es ja doch schon ein
Oh, hier. Wolten. Nett. So, was haben wir denn hier? Nee, hey, die können mir alle nicht helfen. Bianco! Ja, gib mir einen Moment. Da ist Köder. Es schon. Na komm, quatsch mal mit Bianca. Grüß dich, meine Liebe. Gut siehst du aus. Du auch, mein Hübscher. Was führt dich hierher? Ja, komm, wir sind mal nett. Schönheit natürlich. Natürlich. Oh, edler Herr, ich fühle mich geschmeichelt. Was könnte der werte Herr begehren, abgesehen von meiner Schönheit? Was? Lass uns handeln, geht nicht. Bier für Vater. Bier für Vater. Ein Krug wie immer? Jawohl, einen kalten aus dem Keller. Aber natürlich. Hier, bitte. Danke. Danke. Das geht auf mich. Du kannst es am Abend wieder gut machen. Ausgeschlossen. Was? Hier. Und heute Abend habe ich noch etwas für dich. Kann's kaum erwarten. Danke. Du kannst dich schon auf heute Abend freuen. Du auch. Ach, übrigens, dieser zwielichtige Kerl hat nach dir gesucht. Vaniek? Schätze, ja. Bestimmt ist er einer, der ehrliche Wandersleute bestiehlt. Ich bin froh, wenn er verschwindet. Was in drei Teufels Namen hast du mit dem zu schaffen? Er versprach mir, mich im Schwertkampf zu unterweisen. Was würde dir das nützen? Aber ach, hör auf. Du klingst ja schon wie Vater. Bis heute Abend. Heinrich, ich habe da etwas Spezielles für dich. Aha, was könnte das denn sein? Was könnte das sein? Dein Lieblingstrunk. Retterschnaps. Retterschnaps. Ach, du bist ein Engel. Ein Engel. Hoffentlich bedankst du dich später entsprechend. Das werde ich. Was? Diese sexistischen Anspielungen. So, das spiel ich bei... Was zur Hölle machst du da? Was? Das spiel ich bei... Du musst dir Retterschnaps zu dir nehmen. Doch, das ist ja ein starker... Du kannst maximal 3 Spielstände haben. So, kann ich denn jetzt hier noch mit... Himmel! Pass auf, wo du hingehst! Ja... Ich will doch mal mit dir reden, Kollege. Grüß dich, Heinrich. Wer bist du denn? Die will auch nicht mit mir reden. Na gut, dann bringen wir den, das Bier, bevor der Schal wird, mal zum Papa. Den alten Saufkumpel hier. Das Dings haben wir auch, die Pariser Stange haben wir auch. Was ist er denn hier? Hans. Ist das dein Ernst? Ja. Ist er nur mal kurz angebumst, ja? Ja gut, Papa, Papa, ich habe was für dich. Juhu, juhu. Schön mit dem Bier, mit dem Krug. Neue Stufe Vitalität. So, Papa, ich hab das Bier. Achso, die Sachen, die du wolltest. Wurde auch Zeit. Hast du alles, worum ich dich bat? Na klar. Ja. Ja, Kohle, die Parierstange und Bier. Wir können anfangen. Gut gemacht. Packen wir es an, Junge. Gut gemacht. Alles klar. Dann lass mal sehen, was der Meister in Sasau da für uns gemacht hat. Sieh dir das mal an, Junge. Das ist echte Handwerkskunst. Was bedeutet diese Gravur? Wenn ich das wüsste. Könnte Latein sein, aber sicher bin ich mir da nicht. Herr Ratz, ich wollte es so. Ja, das wird das schönste Schwert meiner gesamten Schmiedjahre. Hast du die Holzkohle? Gut, heize die Esse an und dann setzen wir alles zusammen. Ach, übrigens, mir hat jemand einen Besuch abgestattet. Und ich vermute, du weißt ganz genau, warum. Was? Nein, weiß ich nicht. Wirklich? Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, dass du und deine Freunde Dung auf das frisch gesäuberte Haus des Deutschen geworfen habt. Er war vorhin mit dem Büttel hier. Und das war kein Freundschaftsbesuch. Was ist denn in dich gefahren? Dieser Deutsche hat Unfug über Sigismund und den König rum erzählt. Er hat bekommen, was er verdient hat. Bekommen, was er verdient hat, ja?
Du wirst diese Sauerei beseitigen, hörst du? Und du hast doch keine Beweise. Ich muss hier ein Geschäft führen und der Deutsche zahlt verdammt gut. Dass du so einen Mist baust, hilft mir nicht wirklich weiter und dem König am wenigsten. Verstehst du? Ja, klar. Sag's mir ins Gesicht. Hast du verstanden? Ja, verstanden. Gut. Dann werden wir so ein Gespräch nie wieder führen. Also hältst du es für richtig, unseren König in den Dreck zu ziehen? Und so machte sich der Junge zum Narren und zeigte, dass er seine Lektion wohl immer noch nicht gelernt hatte. Der Deutsche redet also Unfug. Na und? Willst du deshalb zu einem Verbrecher werden? Wegen ein bisschen Kacke ins Haus schmeißen? Du magst einen Kampf vielleicht mit Gewalt gewinnen, aber niemals einen Streit. Merk dir eins. Wenn du jemanden überzeugen willst, dann nur mit Worten, nicht mit Fäusten. Verstanden, Papa. Du bist immer so weise zu mir. Der Ofen ist soweit. Gut, dann machen wir den Griff. Ich bringe es zum Glühen und wenn ich es rausnehme, setzt du den Griff so auf, dass er passt. Aber das kennst du ja alles schon. Das hat sich eben ein bisschen komisch angehört. Das Spiel ist so ein bisschen... Dann mal los. Oh. Oh. Gut, einmal noch. Das war's. Fertig. Schleif ihn ab, bis er gut in der Hand liegt. Ich bereite die Parierstange vor. Vater, wieso hast du Prag verlassen? Ich habe noch nie von einem Meisterschmied gehört, der in einem kleinen Kaff Hufeisen herstellt. Ich hatte meine Gründe. Und hier habe ich deine Mutter und dich. Warum sollte ich woanders hin wollen? Erinnerst du dich noch an König Karl? Natürlich. Ein gutes Leben während seiner Herrschaft. Besser als jetzt? Er errichtete halb Prag und jede Menge Burgen, baute eine Brücke über die Moldau und gründete eine Universität. Und das alles ganz ohne Krieg. Er wusste, wie man regiert. Besser als Wenzel, ja? Ja, bei weitem besser. Aber Wenzel, er hat es nicht leicht. Es ist schwer, in die Fußstapfen von jemandem zu treten, der vielleicht alle 1000 Jahre nur einmal geboren wird. Und was ist mit Sigismund? Denkst du, Karl wäre wie Sigismund mit einer Armee in sein eigenes Land eingefallen? Nein. Wenzel mag seinem Vater nicht ebenbürtig sein, aber Sigismund, der entehrt die königliche Familie. Wie kommst du voran? Gib mal her. Jetzt setzen wir alles zusammen. Es ist wundervoll. In der Tat, das ist es. Gott segne euch. Mein Vater schickt mich wegen der Nägel. Guten Tag, Theresa. Sie liegen bereit. Würdest du sie bitte holen, Heinrich? Sie liegen in der Truhe in der Stube. Heinrich, geht's dir gut? Ja, Theresa braucht Nägel. Möchtest du genagelt werden? Gut, hol mal die Nägel. Juhu. Juhu. In der Truhe. Öffnen. Alles nehmen. So, haben wir hier noch irgendwas? Öffnen. Inventar. Nö, haben wir eigentlich Hunger? Jetzt müssen wir gucken. Sieht man das irgendwo? Nahrung. Gesundheit, Stärke, Energie. Sattheit 78. So, dann essen wir mal was.
82, Brot, Brötchen, 91, gekochter, 85, okay, 91, 91, 91, Käse, Energie und ein Kohl. Was ist das hier? Gesundheit. Sattheit. Alter Schwede. Überfressen. Was? Ich wollte es doch nur auf 100 bringen. Na gut. Mama, ich bin überfressen. Ich bin jetzt ein fettes Schwein. Ja, bring Theresa die Nägel. Und nur das Schwein ist im Brunnen. Ist ja geil. So, Theresa, reden. Hier sind die Nägel, die du wolltest. Danke. Und wie geht's Bianca? Gut. Warum fragst du? Ach, nur so. Werdet ihr heute Abend zum Reigen gehen? Werden wir. Vielleicht sehen wir uns dort. Wie auch immer. Theresa. Das Schwert ist wirklich schön. Ah, oh, ah, oh. Ah, oh. Ein feines Mädel. Hör auf, sie anzuglotzen. Sieh dir lieber das an. Es ist Zeit für die Feuerprobe. Wir haben ganze Arbeit geleistet. Wie nicht anders zu erwarten von solch einem renommierten Schwertschmied. Diese Tage liegen hinter mir, Herr. Doch dein Geschick ist dir geblieben. Möchtest du es mal schwingen? Herr, was nützt einem normalen Bürger ein Schwert? Lass es ihn versuchen. Sah nicht so professionell aus. Du hast noch viel zu lernen. Frag deinen Vater, ob er es dir beibringt. Er weiß, wie es geht. Sein Handwerk zu erlernen wird ihm wesentlich mehr nützen. Herr, möglich. Aber wer weiß schon, was die Zukunft noch so alles für uns bereithält. Wie ich sehe, ist es beinahe fertig. Ich muss es nur noch polieren, dann wird Heinrich es dir bringen. Exzellent. Ausgezeichnete Arbeit. Wirklich schön. Ein Schwert wie dieses wird seinem Träger wahrlich Ehre bescheren, Herr Istvan. In der Tat, Herr Ratzig. Hätte ich so eines in Nikopolis gehabt, wären die Dinge vielleicht anders verlaufen. Es ist wirklich seltsam, einen derart fähigen Schmied an so einem Ort anzutreffen. Ein Mann mit seinen Fähigkeiten könnte ohne Probleme in Prag oder Wien sein Geld verdienen. Das stimmt. Aber das ist eine lange und sonderbare Geschichte. Ich würde sie mir sehr gerne bei einem Kelch Wein anhören, aber die Pflicht ruft. Und ich muss leider weiterziehen. Bitte sehr. Lerne von deinem Vater. Er ist wahrlich ein Meister seines Fachs. Gewiss kreuzen sich unsere Wege erneut. Da bin ich mir sicher. Sobald es fertig ist, soll dein Sohn es zu mir bringen. Gute Arbeit, Martin. Herr. Es war mir eine Ehre, Herr Istvan. Mögest du sicher nach Sasau gelangen. Die Ehre ist ganz meinerseits, Herr Ratzig. Danke für die Gastfreundschaft. Eine lange und seltsame Geschichte? Seither ist viel Zeit vergangen. Vielleicht erzähle ich sie dir mal, aber heute noch nicht. Bringst du mir bei, es zu führen, wie Herr Ratzig sagte? Wieso? Naja, könnte nützlich sein. Vielleicht bereise ich die Welt, bevor ich sesshaft werde. Ich würde gern mehr sehen als nur die Schmiede und die Schenke. Weißt du, was der Haken am Abenteuerleben ist? Es könnte vorbei sein, bevor es anfängt. Ich kann dir zeigen, wie man ein Schwert führt. Das hilft dir aber nicht, wenn dir jemand einen Pfeil in die Brust jagt, sobald du einen Fuß vor die Tür setzt. Klingt so, als sprichst du aus Erfahrung. In meinem Alter hat man viel erlebt. Schmied ist vielleicht nicht der glorreichste Beruf, aber er hat auch seine Vorteile, wie zum Beispiel seinen Kopf behalten. Ich möchte mein Leben in Skalitz beenden, dort... Unter dem Lindenbaum, an der Seite deiner Mutter.
Ja, ich auch, eines Tages. Aber zuerst will ich die Welt sehen, möchte neue Menschen treffen. Treffen oder vermöbeln? Treffen. Musst du jetzt darauf herumreiten? Dann gibt es keinen Grund für dich kämpfen zu lernen. Ja! Na nü? Ein Bote. Er war ganz schön in Eile. Ist was passiert? Da brennt's. Sehr viele Fahnen. Die Musik wird dramatisch.